Die Seite infranken.de hält ihn für den Richard Gere der Piratenpartei. Ich glaube ja, dass er kein Offizier und nicht einmal ein Gentleman ist. Aber urteilt einfach selbst. Herzlich willkommen unserem bayerischen Vorsitzenden, Stefan Körner. Ja, vielen Dank. Eine Journalistin hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich vor so einer Rede nervös bin. Ich habe ganz cool gesagt, nein. Das war gelogen, aber ich wollte nicht, dass es auch noch in der Zeitung steht. Natürlich bin ich nervös. Horst Seehofer hat 4.265 Fans auf Facebook, die übrigens eine Fanpage ist. Gut, man will halt da keine Freunde, sondern Fans. Wahrscheinlich denkt sich Seehofer, wozu brauche ich Freunde, ich suche Wähler. Die CSU hat sich vor kurzem im Wildbad Kreuth getroffen. Irgendwie machen die das dauernd. Zumindest jedes Mal, wenn ich die Zeitung aufschlage, steht irgendwas von denen über Wildbad Kreuth. Vielleicht sollte ich mir das Wildbad Kreuth doch mal ansehen. Aber zurück zum Thema. Die CSU traf sich also in Kreuth und wollte das Problem angehen, dass die Jugend, die die CSU nicht so sieht, wie die CSU das gerne hätte. Das Problem sei, so die Landesvorsitzende der Jungen Union, Katrin Albsteiger, dass die CSU als alt und verstaubt wahrgenommen wird. Nein, wirklich? Egal. Jedenfalls wurde Seehofer von hartnäckigen Journalisten gefragt, wie viele Fans er denn in Facebook nun habe. Ich wette, er hat in dem Moment verzweifelt überlegt, was dieses Facebook nochmal war. Aber der Politikerreflex in ihm hat wahrscheinlich auf die wie viele Frage ein Unzählige hervorgebracht. Ich glaube, wir alle wundern uns hier nicht, dass er auf die Frage, was er denn als letztes gepostet habe, geantwortet hat, das müssen Sie meinen Assistenten fragen, der macht das für mich. Mein Dank gilt an dieser Stelle der Taz. Dort war zu lesen, dass der Fraktionsvorsitzende Georg Schmidt in diesem Zusammenhang noch meinte, jetzt müssen wir erst mal zusehen, dass wir alle per E-Mail erreichbar sind. So wird es nichts mit dem Imagewandel der CSU. Wenn mich also das nächste Mal jemand anruft und mir am Telefon dann sagt, die CSU hat am Wochenende das Internet entdeckt, werde ich wahrscheinlich diesmal dann fragen, ob er sicher ist. Bleibt eine Blondine mit ihrem Auto im Schnee stecken? Sexismus! Wie der Witz weitergeht? Keine Ahnung, müsste Hubert Aiwanger fragen. Der Chef der Freien Wähler, hat das nämlich vor einigen Wochen mal getwittert. Der Chef der Freien Wähler hat einen Blondinenwitz getwittert. Oh mein Gott, wir werden alle sterben, dachte man im Lager dieses komischen CSU-Ablegers. Also entwirft man eine Rettungsstrategie. Erster Schritt, die Witze werden gelöscht. Dann, Aiwanger lässt erklären, die Witze sind durch eine technische Fehlleistung eines Mitarbeiters auf den Account gekommen. Und weiter, wenn das so weitergeht, schalte ich den Mist ab. Aiwanger, wer Twitter für Mist hält, sollte beim Fax bleiben. Wie auch immer, die Geschichte geht weiter. Aiwanger also wieder ganz der seriöse Politiker. Der Twitter-Account soll als was die Welt wissen soll, ein wichtiges Sprachrohr sein. Es kommt, wie es kommen muss. Vor ein paar Tagen ein Post mit einem Link auf ein Bild mit dem bezeichnenden Titel Saufen ersetzt Yoga. Nichts, was einen Piraten jetzt irgendwie aus der Ruhe bringen würde. Wohl aber die Freien Wähler. Tja, seit letzter Woche gibt es den Twitter-Account @AiwangerHubert, so viel Zeit muss sein, nicht mehr. Wenn also jemand Bedürfnisse hat. Erreichbar ist Aiwanger per Fax. Die Faxnummer suchen wir.
Im Augenblick noch, das liegt halt nicht in unserer Kernkompetenz. Da ist Dieter Janicek eindeutig weiter. Der hat einen Twitter-Account, einen, den er auch selbst verwendet. Zumindest, wenn wir auch Trollen als Verwenden bezeichnen wollen. Janicek twittert so viel, dass ein Journalist der Süddeutschen ihn gefragt hat, warum er all den privaten Kram ins Netz stellt. Gut, ich gebe zu, die Frage wurde mir auch schon gestellt. Aber hey, ich bin schließlich Pirat und kein Grüner. Ich hätte gerne noch was über die Kompetenz in Sachen soziale Netzwerke bei der FDP geschrieben. Aber auf der FDP wurde in der letzten Zeit so viel rumgetrampelt, dass ich da nicht mitmachen will. Ein FDP-Mitglied aus Würzburg hat es so schön treffend formuliert: Am härtesten ist es zu erkennen, dass der politische Gegner mit einem Mitleid hat. Dann habe ich mir mal die Tweets von Christian Ude angeschaut. Was soll ich sagen? Der twittert, wie er redet. Langsam, bedächtig und letztlich ohne Inhalt. Ansonsten ist die SPD in Bayern so farblos, dass es nicht mal bei dem Thema Spaß macht, über sie herzuziehen. Dann wollte ich noch sehen, was die Linke zum Thema Twitter zu bieten hat. Ich habe nichts gefunden. Aber ist klar, das sind die, die die Daten sammeln. Die brauchen kein Twitter. Die legen lieber Dossiers an. Reden wir nicht drüber, sonst wäre ich grantig und versau mir meine Rede. Ich würde ja sagen, dass wir damit fast alle wichtigen Parteien in Bayern erwähnt haben. Eine fehlt noch. Ich weiß ja, dass man am politischen Aschermittwoch auf den Gegner derbe einhauen soll. Aber wir sind am piratigen Aschermittwoch. Und wir Piraten legen Wert darauf, dass wir Politik anders machen. Und bei einer ehrlichen Politik sollte man bei so einer Gelegenheit auch mal einen kurzen Blick in die eigenen Reihen werfen. Und keine Angst, ich meine jetzt nicht den etwas holprigen Start der Verwaltungssoftware. Da müsste man eine eigene Rede für schreiben. Ich meine auch nicht. Ich meine auch nicht, dass unser Wiki immer wieder mal zickt und wir in dem Moment froh sind, dass wir tatsächlich einen Mirror von dem Wiki, also quasi eine Kopie des Internets haben. Nein, viel schlimmer. Ich rede von meinem eigenen Facebook-Account. Erst hatte ich einen. Dann haben wir Piraten beschlossen, Facebook ist blöd. Also habe ich meinen Account gelöscht. Dann habe ich festgestellt, eine Welt ohne Facebook ist blöd. Also habe ich mir einen Account wieder angelegt. Tja, dann habe ich mir gedacht, hey, eine Facebook-Seite, wo man auch Fans haben kann, muss doch toll sein. Also habe ich das Ding umgestellt. Habe dann erkannt, dass man jetzt nur noch Fans haben kann und keine Freunde. Facebook ohne Freunde ist auch blöd. Also habe ich mir jetzt einen zweiten Account angelegt. Ich habe also jetzt zwei und habe jetzt einen für Fans, einen für Freunde und Facebook ist wieder gut. Was ich damit sagen will, ja, ich weiß, wir werfen mit Steinen im Glashaus. Aber hey, wir sind Piraten. Janicek hat vorhin getwittert, dass er die Piraten in seiner Rede kaum erwähnen wird. Ich sage, das ist Bullshit. Der schafft nicht mal 5 Tweets, ohne dass er über die Piraten herziehen muss. Wie will der eine ganze Rede ohne schaffen? Dann hat mir Marc vorhin noch etwas in die Hand gedrückt. Das ist der offizielle Bierdeckel der CSU heute am politischen Aschermittwoch. Vorne drauf steht, gefällt mir CSU. Hinten drauf ist ein QR-Code für die CSU-Webpage, also für die Facebook-Seite von der CSU. Es ist jetzt blöd, wenn ich der CSU an der Stelle sage, ich habe den QR-Code von meiner Visitenkarte inzwischen wieder löschen lassen, weil das von gestern ist.
So, ich bin mit meiner Rede am Ende. Ich werde jetzt einen Blondinenwitz wahrscheinlich twittern. Einfach so, weil ich es kann.